Willkommen bei Train Sim World. Wir sind hocherfreut, Ihnen die Position eines Lokführers auf unserer Keystone Subdivision anbieten zu können. Ihre Bewerbung war herausragend und wir sind gespannt zu sehen, was Sie für die tägliche Arbeit im Cumberland Terminal mitbringen werden. Wir möchten, dass Sie sofort loslegen und werden Ihnen in unserer Einrichtung in Cumberland alle notwendigen Trainingslektionen geben, die Sie benötigen. Hand-Auge-Koordination ist beim Betreiben von Lokomotiven auf der Bahnstrecke unabdingbar. Sehen Sie nach unten zum Boden, nach oben zum Himmel, nach links und nach rechts. Es gibt viele Dinge, die nicht vom Führerstand aus bedient werden können. Also müssen Sie sich einen Teil der Zeit wohl zu Fuß aufmachen. Vertreten Sie sich einige Sekunden die Beine, um sich aufzuwärmen. Der praktische Teil Ihres Trainings ist damit abgeschlossen. Gehen Sie hinüber und steigen Sie in eine Lokomotive. Öffnen Sie die Kabinentür und gehen Sie hinein. Um die Steuerung zu übernehmen, nehmen Sie auf dem Sitz des Lokführers Platz. Gehen Sie hinüber und setzen Sie sich. Wenn Sie auf dem Lokführersitz einer Lokomotive sitzen, erscheint die Blickfeldanzeige in der unteren rechten Ecke. Diese zeigt Ihnen wichtige Informationen über die Lokomotive an. Die Anzeigen auf der rechten Seite zeigen den Druck des Bremssystems an. Entlang der Unterseite befinden sich die Richtungs-, Leistungs- und Bremstypen-Anzeigen. Und zu guter Letzt, das Ausrufezeichen auf der linken Seite ist die Sicherheitswarnanzeige, bekannt als Alarm. Dieser leuchtet auf, falls etwas Ihre Aufmerksamkeit erfordert und muss bestätigt werden. Sicherheit steht bei der Eisenbahn an erster Stelle. Wir beginnen also damit, alle in unserer Nähe wissen zu lassen, dass diese Lokomotive betriebsbereit ist. Fangen Sie an und stellen Sie den Schalter für die vorderen Spitzensignale auf hell. Zum Steuern der Lokomotive gibt es drei Hebel: Fahrtrichtungswender, Bremsen und Leistung. Der Fahrtrichtungswender gibt die gefahrene Richtung vor. Stellen Sie diesen auf Vorwärts. Links befindet sich die Zugbremse, welche die Bremsen über die gesamte Länge des Zugs anlegt. Stellen wir diese nun auf Lösen.
Wir sind nun bereit, loszufahren. Um alle um sie herum zu warnen, betätigen Sie das Signalhorn zweimal hintereinander. Denken Sie daran, Sicherheit steht an erster Stelle. Erhöhen Sie nun die Leistung, aber nicht zu viel. Zu früh zu viel Leistung kann sowohl die Lok als auch die Waggons beschädigen. Fahren Sie immer schön sanft an. Erhöhen Sie die Leistung um eine Stufe. Sie fahren. Großartige Arbeit. Um eine konstante Geschwindigkeit beizubehalten, bewegen Sie den Leistungsregler wieder in die Position Leerlauf. Während Sie fahren, möchten Sie sich bestimmt einmal den Zug von außen ansehen. Dies können Sie tun, indem Sie eine der Außenkameras auswählen. Spielen Sie ruhig ein bisschen mit der Kamera, während der Zug ausrollt. Dies schließt das Grundlagentraining für Lokführer auf dieser Lokomotive ab. Bringen wir sie also nun zum Stehen. Stellen Sie die Zugbremse auf anfängliche Reduktion. Genauso wie beim Anlegen von Leistung kann ein zu schnelles Anlegen der Bremsen für den Zug und seine Ladung schädlich sein.